fallen hier runter? Ja. Pilz. Ja, gib mal her. Ach, so, hier fühlt sich schon viel besser an. Gut, ich bin nicht mehr so agil wie ein kleiner Mario, also so ein Mini-Mario. Aber auf der sicheren Seite zumindest. Und das ist auch, worauf es ankommt. So, jetzt haben wir eine Röhre. Nicht eine Röhre, eine Höhle, meine ich. Die natürlich, wie ihr bemerkt habt, ganz schön dunkel ist. Und wir echt sehr wenig sehen. Unsere höchste Beleuchtung ist eigentlich das Feuer. Und das Gute ist, da ich jetzt auch eine Feuerblume habe, kann ich jetzt selber Feuer machen und mir so ein bisschen den Weg weisen damit. Okay, hier kommen wir auch rein. Items. Oh, ein Stern. Das Coole ist am Stern, sobald ich einen Stern habe, wird auch für die Zeit alles sichtbar für mich. Vielleicht noch einen Stern. Ich glaube, weil ich schon einen habe, kriege ich hier noch einen. Yeah. Gehen wir mal hier hoch. Ich weiß jetzt nicht, welchen Weg ich eigentlich gehen sollte. Oh, das sieht doch gut aus. Ah, der hört jetzt auf. Ah! Oh, mein Fehler. Ich hätte gar keine töten dürfen, die dann alle mit dem Block entfernen lassen sollen. Na, egal. Das ist genau falsch gemacht. So, jetzt sehen wir natürlich auch nicht mehr alles dementsprechend. Ich sitze noch eine Münze drin. Ich glaube, hier wäre auch ein Stern drin gewesen. Mini. Mist, ich muss irgendwie klein sein, glaube ich, um hier durchzukommen wieder. Oder? Ne, muss ich nicht. Ich kann. Okay, der Starman geht weiter. So, um hier ein bisschen schneller durchzukommen, so. Aber ich muss es nicht anscheinend. Glaube ich zumindest. Oder? Ne, ich komme echt. Nein, schnell. Ah, Gelegenheit verpasst. Jetzt kriege ich keinen Stern mehr. Wow, Feuertyp. Und er hat mich sofort erwischt, sobald ich ihn gesichtet habe. Gibt es ja wenigstens auch eine Feuerblume für mich? Yeah. Das ist gut. Da versteckt sich die zweite Münze. Oh, das ist ein fetter. Oh, zwei fette. Hm. Braucht noch ein paar Schüsse mehr. Um down zu gehen. Kann ich ja hoch. Ne, Moment mal. Da kann ich hoch. Ja. Und die dritte Münze ist hier. Cool. Dann komme ich auch hier raus. Sonst wäre ich aus der anderen Röhre raus. Komme ich unten lang gegangen, wäre, denke ich mal. Boah, das nehme ich einfach mit als Souvenir. Gib mir 1000 Punkte zusätzlich zu meinem Leben. Und Level abgeschlossen. Yeah. So gefällt mir das. Gut. Dann würde ich mal sagen, auf ins Schloss. Schloss, 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 die Schloss. Mit Roy. Ich bin mir fast sicher, es ist Roy Cooper. Okay, was machen wir hier? Müssen sie festhalten? Türen gibt es. Kann man sie festhalten? Ach, hier, das können wir auch neigen. Für Geld. Ups, bin runtergefallen. Egal, ich habe auch keinen Bock mehr. Wenn ich ehrlich bin. Und damit komme ich hier wieder rechts raus. Ja, gehen wir weg. So, ich denke, ich nehme die Eisbombe. Oh, nett. Ist auf der anderen Seite auch versteckt. Ja, eine versteckte Tür, seht ihr? Das Spiel steckt voller Geheimnisse. Muss echt immer aufpassen. Selbst hier drin kann ich mir vorstellen, dass hier irgendwas ist. Aber anscheinend dann doch nicht. Stern. Na gut, wir kriegen oft Sterne in diesem Spiel, fällt mir mal gerade auf. Aber warum nicht? Das können wir einfach durchbahnen, ohne uns Sorgen zu machen, dass uns irgendwas hier auch nur auffällt. Okay. Jetzt wäre ich ein bisschen schneller wäre vielleicht. Ich hoffe, ich habe jetzt auch keine Sachen übersehen. Oh, jetzt fliegen hier auch Zaubersprüche, sag ich mal, rum, so diese Dinger. Komme ich, glaube ich, eher nicht so hoch. Mist, da ist die Münze. Achso, ich kann die auch holen noch. Gut.
Die erste, gut. Das bestätigt schon mal, es gibt keine davor. Alles richtig gemacht. Seht ihr, fliegen die überall rum, so von Carmack. Aber wie ihr seht, seht ihr ihn ja nicht. Also, ist das ähnlich wie so Bowser-Flammen am Ende des Levels, so? Oh, nett. Da war die zweite die ganze Zeit. Man hört ihn auch irgendwie immer, wenn ihr die einsetzt. Oh, okay. Ah, Mann, jetzt verstehe ich diese nicht bauen. Ich glaube, da war ich jetzt hier so gesehen gefangen. Was machen wir denn damit? Drücken oder mitnehmen? Ich glaube, mitnehmen ist eh nicht so drin. Oh, hallo. Geld. Das gute alte Geld. So, dann warten wir mal hier. Guck, die sind auch genauso auf mich so abgerichtet. Und ich bin trotzdem so blöd und lass mich treffen einfach. Frag nicht. Ah, gut, hier gibt es ein Versteck. Keine Ahnung, habe ich jetzt einfach... Ich sehe das meistens so. Ihr denkt euch wahrscheinlich oft so, oh, der kennt das ja auswendig so, aber falls ihr es selber nicht so entdeckt habt. Aber oft erkenne ich einfach so, dass da irgendwas anders ist, irgendwas asymmetrisch so, vom Levelaufbau her so. Und das sind meistens halt so die Hinweise dafür, dass irgendwas da ist zum Beispiel, so wie in diesem Fall. Ich habe jetzt eigentlich eher so ein bisschen gehofft, es würde sich dabei um eine Sternmünze handeln, aber dann gebe ich mich halt mit Eisblumen erstmal zufrieden. Ach, da ist sie. Da müssen wir jetzt erstmal hier warten. Wir können auch schlagen hier. So, das Kletterverhalten ist auch ähnlich bei Super Mario Bros. Oh, was ist denn da lang? Hoppala, gibt es noch eine Feuerblume? Also eigentlich gibt es fast immer vor dem Boss noch ein verstecktes Item. Kann ich es jetzt nicht entdecken. Ich glaube, es ist links. Ganz links. Also immer unsichtbar natürlich, so meine ich das. Aber egal. Eisblume ist auch gut. Es hilft nur nicht gegen den Boss, die sind immun dagegen. Okay, der haut auf dem Boden so voll drauf. Also, der stampft so auf dem Boden. Wenn der halt da landet und ich nicht in der Luft bin, dann bin ich halt so auf dem Boden und so geschockt für eine Sekunde oder zwei. So, aber ihr habt ihn gesehen, ganz einfach. So, wir können jetzt so lange hier drin bleiben. Das Level endet erst, wenn ich auf festem Boden bin. Das ist auch ganz lustig. Ich kann so die ganze Zeit so einfach in dem Treibsand rumhüpfen. Und der liegt da einfach so regungslos rum. Aber sobald ich an den Boden berühre, ist dann Ende. So, oh, der springt ja seinen Weg dadurch. Na gut. Oh Mann. Okay, es geht weiter. Hier haben wir einen. Was haben wir denn da? Okay, wieder so ein Tod, der gerettet werden will. Ich habe ja schon gesagt, auf den können wir scheißen. Der hat keine Bedeutung für uns. So. Und hier haben wir ein Lebenshaus, wo wir ein paar Leben uns verdienen können. Ja. Wie sieht denn das hier nochmal aus dann? Ach, mit so einer Kanone, richtig. Wir können es einmal durch so eine Kanone schießen. Ne? Wir suchen uns einmal eine aus. Ich nehme ganz gerne die hier und dann richtigen Timing dann. Ja, so 3 von 6 Leben bekommen. So, aber ich denke, das werde ich sonst eigentlich eher überspringen. Diese GZP Schloss Welt 1, um mit Stern ein bisschen Bonusfilme freizuschalten. Weitere Bonusfilme werden später freigeschaltet oder zum Schloss. Weil das machen wir, glaube ich, erst zum Schluss. Also das ist auch nicht relevant für uns. Aber ich glaube auch, die One-Up-Häuser werde ich eher so nicht mehr machen, weil ich habe ja genug Leben. Also erst wenn ich welche bräuchte, würde ich das machen. Was, glaube ich, auch nicht mal der Fall sein wird. Wow, jetzt sind wir voll fett in der Wüste, weil hier der fetteste Sandsturm ever ist. Ihr seht, also jetzt ist er wieder weg, aber er kommt wieder. So, und das schiebt uns hier immer so voll nach rechts halt. Was mache ich denn hier? Drücken oder mitnehmen? Das war ich nicht, ist das Problem. Ich nehme mal mit. Boah, jetzt habe ich mal hier gedrückt, bevor ich noch getroffen werde. Oh, oh, Alter, wie soll ich denn darauf kommen? Das habe ich jetzt echt nur durch Zufall rausgekriegt. Ja, das war jetzt echt Zufall, so durch unsichtbare Blöcke. Also das ist, sind so die fiesesten. Boah. Okay. Boah, da will jemand nicht, dass ich da hochkomme.
Noch eine Pflanze, okay. Ich wette auch hier. Ja. Sorgfältig alles zu. Nicht alles, aber... Okay. Hauptsache, ich habe meine Münze, dann will ich auch gar nicht mehr länger hier bleiben. War ich hier schon? Ich glaube nicht. Warte, wo muss ich denn lang? Oben oder? Ich kann hier lang. Ups, na toll, den wollte ich eigentlich auch mitnehmen. Boah, nicht getroffen. Gerade noch so. Ich warte mal, bis der Sturm hier zu Ende ist. So, nebenbei sind ja auch Münzen. Sturm. One-Up. Okay, da scheiße ich eigentlich, wenn ich ehrlich sein darf. Vielleicht einfach, wenn ich mich ducke, dann werde ich nicht weggeschoben, übrigens. Aber vielleicht mal hier rein. Oh, schön. In Form einer Blume. Boah, das kriegen sie aber auch nicht einfach. Man muss einfach runter, ohne zu springen, und dann im richtigen Moment die Remote schütteln. So, wie war das denn jetzt hier? Oh, ich glaube, die hier war es jetzt echt ein bisschen komplex. Wartet mal, ich drück mal, sobald der Sturm wieder kommt. Es könnte auch sein, dass es in die Hose geht und ich sterben werde. Aber tatsächlich ist das das, was ich machen muss. So, wenn ich hier einmal hochkletter, dann ist vorbei. Dann komme ich auch nicht mehr wieder runter. Achso, doch, ich kann dann wieder runter. Oh, mein Fehler. Gut. So, können wir im Nachhinein noch zurück. Aber ich dachte, man müsste es irgendwie vorher wissen oder so. Und ich glaube, hier gab es noch irgendwie was Verstecktes. Moment, ich warte noch mal, bis der Sturm kommt. Ich weiß nicht. Irgendwie hier oder so, dass man da hoch kann. Seht ihr, ich müsste, glaube ich, von unten da hoch. Moment, hier. Oh, ah, genau das, was ich nicht tun soll. Eine Stampfattacke auf so ein Viech. Hätte ich jetzt fast gemacht. Okay, komm, Sturm, komm, Sturm. Okay, Moment. Mann, die sind mir jetzt echt im Weg. Ich glaube, es gibt einen Secret Exit. Das ist der Haken. Hm, okay, das kriege ich jetzt auch nicht. Oh, echt blöd, dass mich das jetzt erwischt hat. Ich kann auch das hier machen. So, super Meatball-mäßig. Ich glaube, ich müsste nochmal in dieses Level rein. Weil ich glaube, ein Secret Exit hier drin noch zu finden. Könnte auch sein, dass es einfach nur ein Bonusraum ist, aber diese rote Röhre da oben, wo ich kaum hinkomme, die hat auf jeden Fall irgendwas zu bedeuten, manchmal. Aber ihr seht, wie komplex das ist. Zumindest bin ich jetzt hier einmal durch. Schon mal mit allen drei Münzen, das ist schon mal eine gute Nummer. Aber ich werde mich mit so einem Ding ausrüsten. Eigentlich hätte auch ein Pilz gereicht, weil ich kriege ja das erste Item, was ich hier kriege, ist ja so eine... Naja, ist ja egal. Habe ich jetzt so gesehen einen verschwendet. Weil hier, glaube ich, kriege ich ja sowieso einen. Also hätte ich auch nur einen Pilz nehmen brauchen eigentlich. So, dann würde ich gerne bis kurz vors Ende so einmal hinkommen. Das sollte jetzt eigentlich mal schnell gehen, wenn ich jetzt keine Umwege mehr gehe. Oh, eigentlich wollte ich mich gar nicht festhalten, aber macht ja auch nichts. Boom. So, Checkpoint schon mal, das ist schon mal gut. Moment, oh, nicht so schnell. So, von wo springe ich am besten ab, das ist die Frage. Also von hier, da erreiche ich es nicht ganz. Aber von hier vielleicht. Damit so Wandsprüngen. Oh, oh, ich muss hauptsächlich sicher landen. Komm, nochmal der Sturm, bitte. So, dann so. Und dann zum Sprung und dann darüber. Boah, das ist echt schwierig, das zu performen. So, wir haben es aber. Und ich hatte vollkommen recht. Es ist ein Secret Exit. Boah, es war, glaube ich... Ah, ich weiß nicht. So eins, was auf jeden Fall sehr schwierig zu kriegen ist oder zu finden ist überhaupt. Klar, da ist so eine Röhre, da denkt man sich auch nichts Böses bei. Aber das führt uns auf jeden Fall in diese Röhre rein, die eine kleine Abkürzung darstellt zum Schloss da oben. Damit sind wir dann direkt beim Schloss. Aber
wir können sie mal kurz benutzen zur Demonstration, ne? Aber wir machen ja noch nicht das Schloss. Wir wollen ja alle Levels ganz brav machen. Seht ihr? War direkt da, aber... will ich jetzt nicht. Also können wir uns jetzt zwischen zwei Levels entscheiden. Ich glaube, wir machen mal 2-6 zuerst. Was jetzt nicht die chronologische Reihenfolge ist, aber ich glaube, das macht trotzdem mehr Sinn. Das werdet ihr, glaube ich, sehen.